Willkommen zu einer weiteren Runde World of Warships. Heute gibt es wieder ein Replay. Und ich spiele wieder einen italienischen Kreuzer, nämlich die Zara. Wir sind auf der Two Brothers Map, eine Map, bei der man je nach Schiff sehr viel Decision Making machen kann. Was wir auch gleich sehen werden. Aber jetzt geht's erstmal los. So, there we go. Wir sind mal wieder nicht im Capture-Modus, sondern... nicht im Herrschaftsmodus, sondern im normalen sondern im Capture-Modus. Ich weiß nicht, warum das in den Games für die Aufnahme so häufig passiert. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall, da wir kein Cap flippen müssen, können wir uns ein bisschen anders bewegen. Mein Plan aktuell ist es, die breite Insel zu nehmen und mich an der entlang ein bisschen nach vorne zu schleichen, um halt einen guten Schusswinkel zu bekommen, in der Hoffnung, dass unser Zerstörer da am Rand, welche sind das? Das ist die Nikolas, spottet und wir ein bisschen DPM rausdrücken können. Was auch oft viele unterschätzen, ist dieser Gang in der Mitte. Viele denken nämlich, dass das einfach nur so eine YOLO-Route wäre, falls man... suiciden will. Tatsächlich ist, wenn man ein langsames Schlachtschiff hat oder sowas, kann das, wenn die Situation es zulässt, mal sogar eine valide Taktik sein, weil auf dieser großen, breiten Fläche da ist es meistens Hit and Run. Und wenn du ein langsames Schlachtschiff bist, du holst nichts ein. Sondern der Gegner nicht intet, vor allem da auf der Westseite. Wenn du als langsames Schlachtschiff auf der Westseite spawnst, kann es manchmal gar nicht so falsch sein, durch die Mitte zu fahren. Nicht immer, man muss es von der Map-Situation abhängig machen. Es kann aber mal richtig sein. Gut, aber wir sind weder langsam noch ein Schlachtschiff. Gut, wir sind für einen Kreuz jetzt auch nicht besonders schnell. Wir sind, was Tempo angeht, so Durchschnitt. So, aber ja, die ersten Gegner wurden gespottet. Primär auf der Ostseite, also nicht für uns betreffend. Die Ryuchu spottet uns, bleibt aber gerade so außer Flakreichweite. Ja, jetzt nimmer. Aber nicht nah genug, dass sich es lohnen würde, den Abfangjäger zu starten. Die will uns eh nicht angreifen, die will nur kurz mal scouten. Und dass sie uns nicht dauerhaft gespottet lassen wird, namentlich jetzt, wenn wir schon wieder unsichtbar sind. Kein Grund, da irgendwelche Sorgen zu machen. Gut zugegeben, unsere Kamikaze könnte dann ein bisschen Probleme kriegen. Wenn sie es nicht schafft, rechtzeitig wegzukommen. Aber jetzt sind hier erstmal Feinkontakt angesagt. Die Fiji da ist in Reichweite, das heißt, sobald wir um die Insel rum sind, können wir da gleich mal ein bisschen was mitgeben. Jetzt sehen wir aber schon einen Haufen Schiffe, das heißt, die dürfen auch nicht zu weit raus, ansonsten werden wir ganz schnell gefokust. Das heißt, ich turne schon mal, um direkt rauszukiten. So, hallo Fiji. Und da liegt schon eine Nebelwand. Aber... auch wenn wir die HP dem Fiji nicht sehen, 6 Hits mit der SAP-Munition, oder ja, SAP, dürften ganz gut wehgetan haben. Und der Nebel sagt auch, dass wir nicht gespottet sind. Nevermind, jetzt sind wir gespottet. Das heißt, irgendwo hier gucken Zerstörer von denen rum. Ah, und da haben wir es auch schon, die Mahan. Ich könnte in meinen eigenen Nebel gehen. Aber noch bin ich nicht im Fokus. Mich visiert nur einer an, was wahrscheinlich die Dingens sein wird. Fiji. Ah, apropos, da ist er wieder. Kanonen zeigen uns, nein, es ist nicht die Fiji, die mich gerade anvisiert hat, allerdings sind wir jetzt ewig nicht mehr gespottet. Wir sind nah an der Insel, das heißt, es gibt nicht viele Winkel, in denen wir günstig angegriffen werden können. Und geben der Fiji nochmal ein Brett mit. Ja, und weg ist er da auch schon. Unser Sinop nimmt den Last Hit. Da wir immer noch nicht gespottet sind, wissen wir, dass die Mahan immer noch im Nebel sein muss. Dass wir können mal ein bisschen Distance-Poke machen. Hier Colorado ein bisschen schneller, als ich gedacht habe. Lahmarschig wie sonst war das Schiff, aber auch nicht so langsam. Okay, wir sind wieder gespottet und da sieht man auch die Mahan hier direkt. Zumindest kurz. Den Kanonen nach sollte es die Colorado sein, die gerade auf mich zielt. Vermute ich es einfach mal. Das heißt, ich gebe mal wieder Gas. Dass ich kein stehendes Ziel bin. Und Antwort, nein, es war die Sinop. Oh ne, jetzt Ziel 2 auf mich. Das heißt, wahrscheinlich sind es Colorado und Sinop, oder? Colorado könnte auch schon actually wieder weg von mir zielen. Und jetzt zielen 3 auf mich. Das heißt,
Wer auch immer, okay. Nummer 3 ist nicht sehr präzise, wie es aussieht. Schießt ganz Zeit drüber und runter. Oh, hey, ein Treffer. Ich bin beeindruckt. Okay, der Treffer hat ein bisschen mehr wehgetan. Das wird wahrscheinlich die Colorado gewesen sein. Also schnell hinter die Insel und außer Reichweite. Und außer Sichtreichweite. So, und da ist Mahan gespottet. Das ist der Haken, wenn man als Zerstörer schießt und dich auf die Nebeltime achtet. Gut, das ist meist in der Insel hängen geblieben. Aber zwei kommen immerhin noch. Und die hätten sogar getroffen, wenn die Nikolas nicht schneller gewesen wäre. So, damit haben beide Seiten einen Zerstörer verloren und die halt noch ihre Fiji. Das heißt, wir sind ein Schiff ahead. Und wir jetzt konkret sind wieder getarnt. Ja, jetzt ins offene Wasser zu fahren ist ein bisschen risky. Aber einfach nur rumzusitzen und nichts zu erreichen bringt mich auch nicht weit. Deswegen war der Plan jetzt tatsächlich auch genau das hier. Rauszufahren, eines halt auf die Pensacola abzugeben und direkt wieder in Deckung zu gehen. Oh, das war doch ein schöner Treffer. So, damit sind auch die Salve von der New York raus. Das heißt, ich habe ein kurzes Zeitfenster, in dem ich Breitseite zeigen darf, weil die Pensacola sind schießt eh mit HE. Und ich brenne nicht mal, ich bin beeindruckt. So, aber Colorado dürfte gleich nachgeladen haben. Das heißt, nur für den Fall, dass sie auf mich zielen sollte, soll schnell in die Insel kommen, damit ich dann, mich rauskiten kann. Wenn dessen Pensacola noch so viel mitgeben wie geht. Gut, das war in der Salve jetzt nicht so besonders viel. So, und gleich sind wir in Deckung. Die Insel verhindert leider, dass ich rauskiten kann. So, damit erreichen wir Pensacola zwar auch nicht mehr, aber die ist jetzt eh hinter der breiten Insel, das heißt, ja. Also, und der Zerstörer hier ist jetzt auch weg, das ist alles, was wir hier haben, sind noch die Schlachtschiffe, weil den Rest haben wir auf der anderen Seite gespottet. Das heißt, hier gibt es nicht mehr viel zu tun für mich, die sind zu weit weg, um irgendwas zu erreichen, außerdem der Pensacola, aber die ist hinter der Insel, das heißt, ab durch die Mitte. Dafür ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, wobei ich könnte der dann noch ein bisschen mitgeben, bevor die unserer Weser zu sehr auf den Sack geht. Für den Fall, dass sie sich spotten lässt. Oh, und da ist unsere Pensacola. Da hat die unsere Florida deren Pensacola hinterher ausgemacht. So, ist der Störer, den ich gar nicht versuche auszusprechen. Tschüss. Auch wenn Weser AP-Raketen hat, bei den HP reichen die auch. Ja, das ist unsere Kamikaze verreckt, aber im Trade war es definitiv worth. Vor allem, weil die ein Schlachtschiff verloren haben. So, und jetzt, was ich angesprochen habe, Zeit, durch die Mitte zu gehen. Denn wenn man sich die Map hier anguckt, haben wir actually eine ziemlich gute Situation jetzt dafür, um das machen zu können. Die meisten sind nach links und rechts ausgespreadet, während das Colorado, ja Colorado, zurück zur Mitte fährt. Und auch wenn wir gerade nicht die Mutsuki sehen, wissen wir, wo sie zuletzt gewesen ist. Das heißt, bis die wieder da ist, dauert es ein bisschen. Gut, für den Flugzeugträger sehen wir nicht, aber der Flugzeugträger hat keine Bewandtnis, ob der nah an uns dran ist oder nicht. Weil, naja, ist ein Flugzeugträger. Ja, das heißt, wir können hier jetzt mal was machen, was sich Fog Rush nennt. Ich weiß nicht, wie viele von euch aktiv noch World of Warships Content außerhalb von meinem Kanal verfolgen. Die, die es tun, haben wahrscheinlich von der YOLO Emilio, Paolo Emilio, habe ich das verwechseln können, mitbekommen. Die hat das aber nicht erfunden, das können alle alle italienischen Kreuzer. Die Paolo kann es halt besonders gut, weil sie mehr Torpedos hat. Und ja, ich weiß, dass die Emilio kein Kreuzer ist. Ist aber auch nicht der Punkt. Alles, was Creeping Fog hat, kann das im Endeffekt. Zum Beispiel die Dingens, die kann das auch, die vom Commonwealth. Na, wie heißt sie? Dieser Lightcruiser vom Commonwealth. Na. Name vergessen. So, anyway. Da ist die Colorado, also mache ich meinen Creeping Fog an. Die Torpedos schon mal auf Sicherheit. Also, weil ich gleich umdrehen werde. Das heißt, dann ist der Torpedowerfer eh nicht mehr im Winkel. Wenn sie treffen, ist gut. Wenn sie nicht treffen, nicht schlimm. Und da haben wir zwei auf einmal verloren, Nikolas und Bayern. Hui. So schön holt das Gegnerteam auf. Vor allem, weil wir jetzt alle Zerstörer los sind, das ist nicht gut. Also Zeit wieder für ein bisschen ausgeglichenere Verhältnisse zu sorgen. Die Idee ist jetzt, im Schutz vom Creeping Fox so nah wie möglich in Colorado ranzukommen und ihr dann die Torpedos so vor die Schnauze zu drücken, dass sie nicht mehr dodgen kann. Wir benutzen unsere Raubbatterie, damit wir nicht entdeckt werden.
Ich schieße jetzt diese Torpedos hier zur Seite raus, aber ganz ehrlich, brauchen wir die nicht. Weil die anderen kommen, treffen eh schon vorher. Triffst da nur einer? Der reicht aber. Ich war mir halt nicht sicher, ob der eine reichen würde, weil der genau im Torpedoschutz trifft. Deswegen dachte ich mir sicherheitshalber mal noch welche rausschießen. Ist ja eh kein anderes Target da im Moment. Und so viel Cooldown haben die ja auch nicht. Okay, da hat mir die Ryojo ein bisschen was mitgegeben. Au. Und ich muss jetzt eigentlich auch aufpassen, weil jetzt bin ich definitiv in deren Aufmerksamkeitsfokus, weil, naja, ich cap deren Base. Ja, die Ryojo wird dafür sorgen, dass ich dieses Cap nie im Leben durchbekomme. Weil auch selbst wenn sie daneben haut, verliere ich ja trotzdem Cap-Fortschritt. Vor allem, weil sie mich natürlich direkt wieder angezündet hat. Also, gehen wir immer das mal zu. Also, Zeit den Hauptplan zu verfolgen. Jetzt. Dingens hier. Carrier jagen. Die Ryojo muss hier irgendwo sein. Oh, du hast deren New York abgegangen und da hat die sie noch nicht gefunden. Ja, deren Carrier muss hier irgendwo sein. Weil da fliegen die Flieger rum. Das heißt, die ist irgendwo da nach Osten gefahren. So, jetzt heißt es Torpedobomber verarschen. Im Kreuzer besser möglich als im Schlachtschiff. Trotzdem ein bisschen ätzend, wenn derjenige gut ist. Meistens ist Reinturn dabei die bessere Taktik. Wie in diesem Fall zum Beispiel. Allerdings, wenn man sich auch sehr auf die Flieger konzentriert, darf man dabei die Schlachtschiffe nicht vergessen, die auch auf einen schießen. Das ist ja das, was Asian-Torpedobombern ist. Die können Kreuzfeuer kreieren, wo keins ist. Aber ich bin ziemlich low und ich kann die Torpedos jetzt nicht fressen. Das ist hier einfach mal ein paar. Vielleicht treffen sie ja irgendwas und wenn ich es auch nicht trage, Torpedos in die Richtung. Und hey, guck, was wir da gefunden haben. Eine Ryojo. Die uns übrigens auch getroffen hat. Das heißt, schnell schnell Türme ausrichten. Wobei ich versuche, glaube ich, auch die Torpedowerfer rauszubekommen. Wir sind übrigens ziemlich low. Das ist zwar einerseits nicht gut. Andererseits aber auch ziemlich gut, denn jetzt triggert unser Kapitänskalend Adrenalinrausch oder Adrenalin Rush. Und wir dürften jetzt gerade auf so ungefähr 20% mehr Reload auf allen Bewaffnungen sein, was nicht schlecht ist. Vor allem auf dem DPM-Schiff wie einem Kreuzer. So, tschüss Furutaka. Au. Unser Team hat die Führung übernommen. Und da ist die Ryojo. Da links wieder nur kurz gespottet. Halt immer, wenn unsere Weser darüber fliegt, dann sehen wir sie kurz. So, mein Abfang hier ist gleich wieder weg. Aber zum Glück lebe ich wieder immer noch gerade so. Und jetzt ist Adrenalinrausch wirklich auf voller, auf vollem Charge. Da zeigt sich die Mutsuki. Die hatte wohl die Idee, unsere Base zu cappen, hat aber gemerkt, dass wir deren Base schneller cappen und kommt wieder zurück. Ob das so clever ist, wird sich zeigen. Denn jetzt ist sie gleich in Reichweite von mir. Also in Reichweite ist sie schon, aber sie ist noch hinter der Insel. Ach nee, die jagt unsere Weser, jetzt sehe ich's. Okay, dann Respekt an die Weser, dass sie es geschafft hat, einmal komplett durch dieses ganze Ding zurückzufahren. Als so ein Träger-Carrier. Okay, aber Mutsuki haut wieder ab auf die Distanz. Nee, das schaffen wir nicht. Unsere Weser ist sicher. Wir hauen wieder in Nebel ab, denn wir wurden gerade von ein paar Sachen anvisiert und das wollen wir nicht. So, Ryojo, du hast mich jetzt die ganze Zeit ganz schön genervt. Zeit, dass ich jetzt dich nerve. Und ja, dank dir, Klammer auf, Zitadelle mit SAP. Ich habe schon mal erwähnt, dass die Ryojos aus Papier sind. Ja, und mit maximaler Reload, die wir jetzt haben, können wir der Ryojo auch ordentlich Schaden reindrücken. Da fliegt die wahrscheinlich letzte Salve auf die Ryojo. Das bekommt die mit der Tatsache, dass ein Carrier Loss extrem viele Punkte kostet. Gegnerischer Flugzeugträger zerstört. Unser Sieg ist in Sicht. Aber es hat nicht ganz gereicht. Jetzt gibt es tatsächlich nur noch Mutsuki. Aber Weser mit ihren AP-Bomben oder nicht viel gegen machen können. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder unsere Kreuzer da am Rand, die Aoba und die Kotowski kommen rechtzeitig an. Oder wir cappen deren Base. Ich glaube, ich schreibe sogar nicht in Chat, dass sie die Mutsuki nicht killen soll, weil Base Cappen mehr XP gibt.
Aber ich schreibe es, glaube ich, zu spät in Chat. Anyway, ich glaube, wir müssen hier nicht weiter hinauszögern. Ich speed das Footage wieder ab. Und ihr seht noch, wie entweder wieder Space Captain oder die Mutsuki stirbt, je nachdem. Sieht man den Chat im Replay? Ich glaube, man sieht den Chat im Replay. Es hätte definitiv gereicht zum Captain, aber... Ja gut, zugegeben, die Aoba und die Kotowski hätten halt die XP nicht bekommen. Wir, die hier draufstehen, hätten halt die XP bekommen, sprich ich und die Weser. Das heißt, ich kann schon verstehen, dass die lieber den Kill haben wollten. Aber ich weiß nicht, wenn man durch einen Basecap gewinnt, kriegt man auch mehr Base-XP? Naja, anyway. Es ist auf jeden Fall vorbei. Und das war eine weitere Runde World of Warships. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.